Hallihallo und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, man hört im Hintergrund sich irgendwas. Von wegen Ventilator rechts und offenes Fenster links. Man weiß ja nie. Wir machen weiter auf jeden Fall. Und zwar mit irgendwem. Wie wär's mit Atza? Der kleine Atza möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Und deshalb, ja. Fliegt er jetzt selber, weil ihn keiner abholt. Ich weiß, das ist die beste Begründung ever. Die ist so gut, das glaubt mir kein Mensch. Nö, einfach mit ein bisschen Erfolg haben hier, ne? Das letzte Mal war ja anscheinend nicht so toll. Und ich spiele eigentlich auch wirklich nicht oft den kleinen Kerl hier. Also von daher, darf man es mal machen? Okay, das hat sich gelohnt. Dann kann man die Goldkiste links auch noch aufmachen. Vor allem, ich will auch irgendwie nochmal, bevor ich Folge 50 erreiche, auch nochmal in die Chest kommen. Das heißt, ich muss ein paar Erfolge sammeln hier. Ich bin leider kein Kobold-Streak oder Holly oder wie auch immer, oder Northern Lion, die einfach mal eine 100er Win-Streak machen, mindestens. Das kriege ich leider nicht hin, so gut bin ich nicht. So gut will ich auch gar nicht sein, um ehrlich zu sein. Aber das macht ja nichts. Also so intensiv spielt das Spiel auch nicht wie besagte Person, von daher. Man könnte ja manchmal meinen, die haben ihr Leben dem Spiel verschrieben. Das ist ja nicht so bei mir, ne? Da wollen wir ja mal klarstellen einmal. Oh, den Schlüssel hätte ich ganz gerne eigentlich, um ehrlich zu sein. Den hätte ich wirklich sehr gerne. Ich guck mal, ob ich den auch kaufen kann. Ah, vielleicht. Ah, das sieht gut aus. Noch einmal dann den Automaten sprengen und dann müsste es reichen. Okay, Toxic Splash Damage ist nicht so relevant. Ja, könnte klappen. Bei Mom's Key ist wirklich ein sehr, sehr schönes Item. Sehr, sehr gut. Boah, okay, jetzt brennt die Magiemünzen raus. So. Einmal Schlüssel gekauft und aus Truhen kommt jetzt mehr. Ja, da hätte ich im Endeffekt eigentlich... Wäre schöner gewesen, wenn ich jetzt die Kisten erst jetzt geöffnet hätte. Aber okay. Okay, nochmal Schlüssel. Ja, gut, also da kann ich Kisten öffnen erstmal auf die nächsten Ebenen. Sieht doch schon mal ganz gut aus von der ersten Ebene. Ich bin sehr zufrieden. Gucken wir mal weiter. Okay, ich muss zugeben, das Splash Damage Ding bringt mir jetzt leider nicht so wirklich was mit dem Kerl hier. Okay, da war noch eine kleine Bombe. Korrekt, mal einsetzen, Mr. Boom. Was war das für eine Karte? Stars. Ja, Schlüssel sparen, komm. Hm. Teleport. Nee, eher nicht so. Ich bin mir zwar sicher, dass das Sally vom Spiel gemeint ist, aber... Nee. So sehr ziehe ich Teleport dann doch nicht vor. Auch wenn es vielleicht ein oder anderer staunen mag, weil... Scheiß Item. Was rede ich eigentlich? Teleport ist ein scheiß Item, das ist nicht wert aufgehoben zu werden. Vor allem, wenn ich Mr. Boom habe. Mr. Boom ist zwar auch kein tolles Item, aber es ist besser. So. Jetzt auch geklärt. Und vor allem, solange ich nicht so viele Bomben habe, ist Mr. Boom sowieso ganz nett. Oh, können wir mal in den Shop reingucken. Kompass und Hive Mind. Oh, das hätte ich beides ganz gerne, ne? Das wäre super. Aber ich glaube nicht, dass ich in beides kommen werde. Okay, damit hat sich sowieso jetzt mit den Schlüsseln erledigt. Jetzt kann ich einfach sowieso jedes Schloss aufmachen. Zumindest was Truhen angeht. Ich weiß nicht, ob das auch für andere Schlösser gilt. Das weiß ich gerade wirklich nicht, muss ich zugeben. Ich habe den Master of Unlocking so selten. Ja, zum Boss. Widow, komm. Die Bomb. Hoppala. Da hat der Wind gepustet. Und hat einfach mal kurz meinen Joghurtbecher runtergeschmissen. Judas Shadow.
Ja, warum nicht? Ich würde sogar nicht viel verlieren, wenn ich mich jetzt umbringe. Wenn ich irgendwo noch ein Seelenherz auftreiben könnte, wäre das sogar noch besser. Ich meine, wir hatten im Shop ein Seelenherz, ne? Ich überlege gerade einfach, mich umzubringen einmal. Ja, guck mal, wie viel Geld hier rauskommt aus den Kisten. Ist einfach. Das ist so großartig. Und ich kann die Kisten einfach kostenlos aufmachen. Das ist einfach so ein krass gutes Trinket. Ja, ich glaube, hier muss ich auch Schlüssel ausgeben für Türen, genau. Eins. Ich vergesse immer, was die bringen. Ich hasse das. Ich riskiere mal nix lieber. Ich möchte eigentlich schon gerne Azazel spielen und nicht wieder irgend so ein Technology-Gemurksel da. Was man sonst relativ häufig rauskriegt. So, Moment, ich spreng das noch einmal. Ich weiß, ich räume gerade den Automaten aus oder sonst was. Ich möchte aber beide Items haben. So, jetzt die Preisfrage. Wo kann ich mich töten? Warum töten? Ich habe kein Geld mehr. Ich könnte da nochmal sprengen, aber ich glaube, ich kann mich gerade nirgendwo mehr killen, weil ich alle Feuer ausgemacht habe. Ich bin so intelligent. Okay. Dann lassen wir das. Lass uns einfach machen weiter. So, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Okay. Also das Schöne ist erstmal, wenn ich sterbe, ist es kein Problem. Ich glaube, ich werde sogar, wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, Seelenherzen und sowas mal liegen lassen, wenn sie droppen. Damit ich mich auf der Ebene töten kann. Um halt eben den Damage-Bonus dann durch Judas Shadow zu kriegen. Ja, das klingt ganz gut. Ah, der explodiert in der Sicht. Jawohl. So. Was haben wir denn hier? Guppy's Tail. Nehmen wir. Sterben. Bin wiederbelebt. Okay, jetzt muss ich nur hoffen, dass ich nochmal in den Deal komme. Ach, ich bin ja jetzt gar kein... Ach so, ich bin ja gar kein Assassin mehr. Okay. Das passt aber schon. Aber jetzt Damage haben müssten, bist du abwinken. In der Theorie. Also ist schon okay. Vielleicht kriegen wir nochmal Brimstone irgendwo. Aber auf jeden Fall haben wir ein Guppy-Item. Und vor allem haben wir Guppy's Tail in Kombination mit dem Lockpicking-Teil. Also das ist schon mal richtig groß. Das kann man nicht anders sagen. Das ist eine richtig gute Kombination. Und mit dem Mom's Key. Stimmt ja, das habe ich fast vergessen. Mom's Key haben wir ja auch noch gehabt. Also was Kistenloot angeht und Kistendrops angeht, sind wir jetzt perfekt aufgestellt. Jetzt muss halt noch was gut aus den Kisten rauskommen. Okay, Loki's Horns. Das wäre sogar lustig gewesen, wenn ich jetzt noch Brimstone hätte. Den ich ja gerade nicht mehr habe. Um ehrlich zu sein, hoffe ich gerade, dass ich nochmal in den Deal komme. Weil ich doch ganz gerne wieder, ganz gerne die schwarzen Herzen noch hätte. Relativ uninteressanter Shop. Na, können wir auslassen. Moment, war das ein Tinted? Der oben links, ich sehe es nicht. Nein, der ist nicht Tinted. Ich hasse Curse of Darkness Sachen, weil ich nehme tagsüber auf. Und die Sonne knallt rein. Und dadurch sehe ich nichts. Ich hasse es einfach. Der Schein überzeugt mich aber trotzdem nicht so sehr. Es sind nur vier Striche. Obwohl ich eigentlich hier der schwarze Judas bin. Überzeugt mich wirklich überhaupt nicht, der Schaden gerade. Und ich glaube nicht, dass Toxic Splash Damage ein Damage Down ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So, ist ein Miniboss drin. Envy. Ja, was auch sonst. Natürlich muss der mit ihnen gekommen, der mich am meisten nervt. Muss ja einfach sein, ne?
das war nicht ganz so gut. Aufpassen, dass ich nicht sterbe gerade. Das ist schon wieder sehr nah dran. Ich gebe gerne ein Limit, wie man sieht, ne? Also irgendwas, das mir Leben gibt, wäre jetzt wirklich ganz schön. War hier irgendwo ein Tinted Rock? Sieht nicht ganz so aus, ne. Okay. Ja, da komme ich natürlich jetzt leider nicht ran. Das ist das ganz am allertollsten. Ach, und dann noch zwei von den Dudes. Wieder fress eine Bombe. Naja. Immerhin. Hat es einen von den beiden erwischt. Ja, es wäre durchaus sinnvoll gewesen, das für den Bosskampf zu haben, aber okay. Oh, noch Gertie Junior. Ja, das ist Gertie Junior. Den man ihn liebt und hasst. Das muss eigentlich nur chargen. Okay. Bitte leben, bitte leben. Das ist kein Leben und vor allem ist es kein Deal. Ah, Pheromones, okay. Ja, das lief nicht ganz so optimal jetzt. Ach, ist das doch Morgs. Mann. So, irgendwas Schönes hier drin, bitte. Zwei Kisten. Nicht so das Tollste, die tollste Auszahlung, ne? Sollte immerhin ein leichter Raum sein. Sollte. Ist ja auch nie garantiert, ne? Kann man die Spinne oder Fliegen ins Gesicht springen? Weiß man nicht. Es kann sich alles ganz schnell wenden. Ich jag mal ein paar davon in die Luft. Vielleicht ist da irgendwo eine gute Pille drunter. Health up. Ach, ich sehe mein Leben gerade gar nicht. Ach so, okay. Okay, das war noch nicht ganz so schlimm. So, jetzt habe ich schon mal einen roten Herzcontainer zur Sicherheit. So. Noch ein Health up. Okay, zwei. Range up. Und noch eine Telepille. Okay. Dann kann man auch schon wieder ein bisschen besser arbeiten mit einem Leben. Mit einem roten Herzen vor allem. Also das beste Item, was ich jetzt kriegen könnte, wäre natürlich Guppy. Ja, Guppy. Die rote Katze. Das wäre jetzt nicht das beste Item, was ich kriegen könnte, wenn ich einen Deal kriegen sollte. Aber man kennt ja meine Chance auf Deals kriegen. So, non-existent und so. Kennt man ja inzwischen zu Genüge. So, irgendwas Schönes hier drin, bitte. Forget me now. Das ist auch interessant. Das können wir eigentlich nutzen. Also natürlich, wenn die Ebene durch ist, ja. Nicht jetzt schon. Jetzt schon nutzen wäre ja mehr als sinnfrei. Der Raum ist interessant. So. Schwachsinnig. Okay, und das noch. Sehr schön. Und boom. Na, verfehlt. Ich will einfach Telepilze nutzen, aber irgendwie möchte ich das jetzt gerade nicht. Das dauert zwar dadurch ein bisschen, aber... Na, was soll's, komm. Was soll's denn? Aber hat nicht viel Schaden. Was soll ich da schon machen, ne? Wo nichts ist, kann ich mir nicht beeilen. Das Flash-Devil-Ding bringt bei dem so wenig, weil ich den einfach wegschiebe. Aus meiner grünen Kacke raus. Aus meinem Gift raus, so rum. Ja, der war nicht so schön Treffer, aber ich habe noch ein Herz. Ist alles okay. Also ein rotes Herz. Ich dachte, er trifft mich nicht. Es war wirklich nur ein Pixelchen davon entfernt. So, und weg mit dir, so. Ei, 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 ei. So, nicht sterben. Nicht sterben wäre jetzt wirklich ganz schlecht.
Moment, habe ich nicht zwei Herzcontainer, wenn ich gerade überlege? Doch schon, oder? Große Preisfrage ist, ja, habe ich auch zwei volle Herzcontainer. Okay, also der Wind draußen wird gerade ein bisschen stärker. Vielleicht sollte ich irgendwann mal das Fenster zumachen. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Oh, nochmal der Raum. Ist das mit einer Bossfliege auch noch? Naja. Okay. Macht nichts. So. Bisschen verschwendet, aber ist schon okay. Speed up. Bäh. Ja, es geht von der Geschwindigkeit ja noch. Oh, sehr schön. Zwei Seelenherzen. Rettung. Rettung. Ich mag den Raum nicht. Ich mag den Raum nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, ganz toll. Da konnte ich nicht weg. Da konnte ich gerade leider nicht weg. Na, ich hätte den Raum verlassen können, aber dann wäre ich trotzdem immer noch da gewesen. Ah, ist ja trotzdem irgendwie gegangen. Rote Kerze und Habit. Ich nehme das Habit. Wenn es mir jetzt gerade noch nichts bringt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hoffe erstmal, dass ich jetzt einen Devil Deal kriege. So. Wo ich dann meine zwei roten Herzen verschleudern darf. So, tschapp. Ich hatte mal vorhin schon mal gehabt. Da war es zwar kein Boss, aber ist okay. Die Boss haben, also die spawnt die Nobles. Achso, na gut. Nobles sind nicht so schlimm. Die tun nichts. Ich muss erstmal wachsen, bevor die was tun können. Das ist ja kein Problem. Das ist halt nervig, wenn Shabby da drauf sitzt, aber ansonsten. Die sind ja relativ ungefährlich. So. So, was sind die? Nee, okay, macht nichts. Das macht überhaupt nichts aus. So. Ich habe noch rein nach Geheimräumen geguckt auf den letzten Ebenen, ne? Ich bin ein sehr unaufmerksamer Spieler. Müsste hier sein eigentlich. Sehr, sehr unaufmerksamer Spieler bin ich. Das kann man überhaupt nicht. Das kann man sich nicht antun, ja, was ich mache. Bin ich zwischen voll mit Leben, das ist auch schon mal gut. Nichts mehr zum Hochheilen. So, weg dir. Und so. Was haben wir hier für Miniboss? Glatteni, okay. Es gefällt mir zwar nicht, dass er da in der Mitte steht, aber es ist okay. Ja, genau das, da komme ich mir nicht ran. Genau das hat es mir nicht gefallen. Ah, Mann. Aber ist okay. Okay, nochmal so ein Raum. Ach. Der dauert wieder. Au. Das war nicht nett. So, machen wir eine Telepille. Vielleicht kriegen wir einen Error-Boom. Kriegen wir nicht. Okay. Forget me now. So, wiederholen wir die Ebene nochmal. Ich hab's ja nicht eilig. Ist alles gut. Schlüsselbettler. Ein paar kann ich ihm geben. So drei Stück. Ja. Hat sich voll gelohnt. Mich. Eher so nicht, nee. Fiese Socke. Ich habe auch nie Glück im Spiel. Sollte ich ein Glück in der Liga haben? Liebe haben dann laut Spruch? Habe ich aber auch nicht. Ja gut, der Larry ist natürlich einfach, wenn der einfach durch die ganzen Pfütze fährt dann. So, das. Und das.
Gut, Pheromones, Range Up. Ja, zu Range Up wäre cool gewesen, wenn ich jetzt noch Azazel wäre, aber das bin ich ja nicht mehr. Ich bin ja Judas. Ghost Baby, okay, immerhin. Naja. Passiver Damage? Ich weiß nicht, das hilft mir jetzt noch nicht so wirklich. Es ist nicht das, wonach ich mich sehne, sagen wir es so. Aber das ist okay. Noch. Noch ist es vollkommen okay. Ich glaube, damit leben zu können. Oh, eine Goldkiste, sehr schön. Und. Noch kein Glück mit Altersbär, ne? Mach mich traurig. Ja, gut, Larry Junior ist einfach, weil der einfach die Pfütze drüber drüsen. Noch ein Range-Up. So mit den ganzen Range-Ups. So viel Range brauche ich nicht. Der Raum ist exklusiv. Okay. Das ist zum Glück gar nicht knapp, was ich mache hier die ganze Zeit. Gott sei Dank, das wäre ja noch schlimm, wenn es knapp wäre. So, nur noch der eine. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn für Sachen hier? Einmal spielen, aber bald hast du es mit deinen Fliegenräumen hier, ne? Langsam reicht das doch mal. Options. Okay. Das kaufen wir, wenn ich noch eine Münze kriege. Und die Chance ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja. Ich war auch noch nicht beim Boss. Das heißt, Moment, das ist ein Doppelraumboss. Was könnte das auf der Ebene sein hier? Das könnten zwei Monstros sein. In Caves, ja, könnten zwei Monstros sein, denke ich mal. Oder ich hoffe es gerade, dass es zwei Monstros sind, weil das ziemlich einfach wäre. Ja, das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Also, es wäre schön. Ah, ich hasse Skelette. Ich hasse sie so sehr. Naja. Okay, das war jetzt zu viel Schaden genommen. Oh. Okay. Ich habe lange kein Eisenberg gespielt. Muss ich auch noch dazu merken. Obwohl meine LP... Leistungen sind allgemein so ziemlich schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, zweiter Geheimraum. Vielleicht ein schwarzes Herz? Vielleicht? Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, meine EP-Leistungen sind wirklich schlecht. Wenn ich irgendwie Isaac streame... Weil ich ja sehr selten gemacht habe in letzter Zeit. Oder wenn ich es privat spiele. Da habe ich eigentlich keine großen Probleme, muss ich mal ehrlich sagen. Aber im LP ist verkacke ich immer total. Ich frage mich echt, woran das liegt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ehrlich zu sein. Einer mal sterben von den beiden. Dankeschön. So, bitte Devil Deal. Bitte. Nee, kein Devil Deal, aber ein Damage Up. Das ziehe ich gerade mit dem Helm ab. Boah, lohnt sich das noch runter zu gehen? Ich guck mal. Und dann würde ich nämlich sagen, es lohnt sich nicht so sehr. Ich bin wieder ein bisschen zu schnell gerade. Achso, da komme ich gar nicht rein. Hä? Da war ja was. Ne, hat sich nicht gelohnt. Okay, dann verlassen wir die Ebene und gehen weiter. Ich habe.
hasse es, dass ich nie Deals in den LPs kriege, ne? Okay, wir hatten einen Deal. Einen. Zwei Deals. Okay, zwei. Hab gewonnen. Aber trotzdem. Ich sollte aber immer Judas spielen, krieg immer Deals. Da habe ich auch keine Probleme damit. Das wäre das Einfachste definitiv, ja. So, das Baby weg. Baby weg, sagte ich. Dankeschön. So, das ist der Schwimmling leider überhaupt nichts bei dem. Oi, das ist eine Menge Zeug. Nichts, das mir am Leben hilft. Okay. Die Paw, okay. Die Pfote nehme ich sehr gerne mit. Das war auch so ein Item, was ich gesucht habe, mehr oder weniger, sag ich mal. Aber eigentlich unter besserer Voraussetzung als jetzt gerade das. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich den Kopf noch. Vielleicht finde ich den Kopf noch. So, nix. Mal sehen, ob der Kopf noch kommt. Wäre schön. Dann soll ich einfach einmal jetzt das Ding aktivieren, damit ich Sicherheit habe. Ja. Ja, Sicherheit. Und dann kommt so ein Raum, ne? Als wenn ich es gecallt hätte. Ich hasse sie. Na, euch mag ich auch nicht so sehr, aber ihr seid. Machbarer, wollte ich sagen. Und dann wurde ich getroffen. Karma the Bitch, yo. So, wo haben wir denn. Oh, die Sachen sind alle rechts. Ich muss erst nach rechts gehen. Wie doof. Okay, mit den Bomben, die ich habe, könnte ich eigentlich auch mal einfach die ganzen Skelettschädel wegsprengen. Aber ich habe so viele Bomben. Ist eigentlich kein Problem, da mal ein bisschen aufzuräumen. Eigentlich. Verpflichtend ist es noch lange nicht. Mehrheitlich durch Faulheit bedingt. Aber man sollte nicht mal faul sein, man sieht, was dabei rauskommt. Einfach nur sterben und sterben und sterben hier. Das ist nicht schön. So, Hermit. Ja, toll. Eine Hermit-Karte im Shop kriegen, das ist das Beste überhaupt. How to jump. Ja, nee. Boah, was ist mit der Goldkiste hier links? Warte, kam ich da ran? Da kam ich nicht ran. Moment. Dann nehmen wir How to jump einmal ganz kurz mit, damit ich an die Goldkiste komme. Ich will das Pfötchen damit, keine Sorge, aber ich will nur die Kiste haben. Schaff's nicht? Oh, bitte, du kommst da nicht rüber. Er kommt da nicht rüber. Gut, dann halt eben nicht. Ach. Ich hab's versucht. Wenigstens das. Blöde Kiste. Blöde Stacheln. Ich muss ja meinem Stachellauf-Hobby wieder nachgehen, ne? Ja, ja, mein Hobby. Das ist eine Sackgasse. Lack ab, okay. Mal hier reingucken. Ja, nehmen wir. Maggie's Cross. Nee, irgendwie nicht. Dafür ist der Master of Unlocking gerade zu gut.
Eigentlich ist noch was Gutes, was uns geben würden, ne? Etwas Brauchbareres, sagen wir es mal so. Als den ganzen Bullshit hier. Energy. Bringt mir gar nichts mit Guppies Paw, aber danke. So, okay. Mask of Infamy. Ja, natürlich. Okay. Das wird ein Spaß. Wünsche euch manchmal auch irgendwie, dass ihr ganz gerne noch Azazel geblieben wärt. Ich schon. Ich schon. Autsch. Jemene. Er nimmt irgendwo durch Schaden, wenn ich ihn von vorne angreife. Ich weiß nicht ganz, wodurch. Weil eigentlich fliegt er ja. Eigentlich sollte er durch die Grütze keinen Schaden nehmen. Jetzt muss der Krampus kommen. What? Das rote Feuer hat mich erschossen. Ist das euer Ernst? Krass. Krass. Ich glaube, es ist gut, dass ich das LP nur 50 Parts beschränke, weil das wird langsam ziemlich peinlich, was ich abziehe. Okay. Das war's mit Isaac für heute. Ich hoffe, trotzdem gefallen irgendwie und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, bis dahin. Tschö, tschö.